Ja, es geht weiter mit Final Fantasy 2 und ich habe die ganzen, also den Dungeons schon untersucht. Ich weiß auch, wo die Dinge sind und mir geht's wieder ein bisschen besser. Nur ein bisschen Husten, aber das geht auch bald weg. Ich habe noch ein paar Sachen gemacht. Ich habe ihn Frosch bis Level 9 gemacht und Bann Level 5, weil das kann später mir helfen. Also im Renaissance-Modus kann es mir dann sehr gut helfen. Und Rüstung habe ich ihnen das Blut, die Blutklinge gegeben und Giftball habe ich von einem Gegner hier bekommen. Die Blutklinge ist nur wegen den Gegnern im Renaissance-Modus. Das hilft mir dann sehr, sehr gut. Und ja, das war dann alles. Ihr seht, Maria braucht noch sehr wenig, hat sie 9999 AP. Das wäre dann alles, was ich gemacht habe, oder? Ich habe noch ein bisschen gelevelt, also ich habe noch eine bestimmte Sache gemacht. Er ist jetzt der Hass-Spezialist, sie Aura. Eher Barriere. Das wird meine Combo sein, wenn ich gegen den Boss kämpfe. Also ich werde mit vielen buffen und die anderen auch buffen und dann geht's. Oh nein. Wieso grau ausgerechnet diese Schlampen als erste Gegner? Mann, fickt euch doch ins Knie. Der einzig neue. Also, ach ja, ich habe nur Ultima ausgerüstet als Magie und ist mir egal, ob das gut ist oder nicht. Ich werde das nicht einsetzen, weil ich brauche es nicht. Wenn ich das brauchen würde, dann ja, aber ich brauche es momentan nicht. So und Frosch. Verführungsstufe 9. Komm, beeilt euch. Oh, leckt mich mit deinem Schaden, verdammtes. Ich hasse diese verfickten Schlampen. Komm, vielleicht sind jetzt alle frischer geworden. Yay, Frogman. Wer von uns sind jetzt. Keiner, okay. Okay, Vita Stufe 5. Was sage ich da? Okay, jetzt aber. Okay, jetzt komm. Firion. Bitte stirb doch schneller. Wieso lebst du noch, du verfickte Schlampe? Boah, ey, ich hasse diese verfickten Schlampen. Oh, Mann. Verkackte Schlampen. Fickt euch doch alle ins Knie. Äther. Dann so. Das reicht fürs Erste. Boah, ey. Ich weiß, wo die ganzen Schätze sind, also keine Sorge. Ripper. Oh, so viele Hexen, so viele Schlampen. Die Blutklinge gefällt mir sehr, sehr gut. Lamia. Ach, komm. Die Vampirschlampen dürfen einfach nicht mehr kommen. Danach bin ich sehr, sehr froh. Ach, dieser Part wird auch ein bisschen länger sein, weil ich in diesem Part diesen Wirbelsturm machen will und noch was anderes machen will. Was noch kommen wird. Angriff, 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 Angriff. Und wieso hat Guy so wenig Lebenspunkte? Okay, er ist tot. Angriff. Danke. Froschgemor. Vita. So. Wieder zu leveln schadet ja auch nicht. Giftball. Wir sehen uns draußen wieder. Okay, wieder draußen. Okay. Ich weiß, wo die nächsten Schätze sind. Keine Sorge. Wir müssen erstmal hier rein. Ach ja, okay. Es gibt hier insgesamt zwei Schätze. Hier eins. Okay, ich hab's. Und hier ein Schatz. Das sind die einzigen Schätze hier. Rüsten. Soll ich ihm das geben? Ach, ich gebe ihm das einfach mal.
So, und ich gebe ihm gleich mal die ganzen Ausrüstungsgegenstände. Okay, wir sehen uns draußen wieder. Okay, wieder da. Ach ja, was ich rausgefunden habe. Oh. Also, was ich rausgefunden habe, ist... Warte mal. Man kann den Boss hier mit Frosch töten. Ich habe es geschafft, den Boss hier mit Frosch zu töten. Den Imperator, also der Imperator ist der Boss hier. Ich habe es geschafft, bei ihm Frosch zu machen, dass er... Er ist einfach zu Frosch verwandelt. Er ist einfach dann gestorben. Einfach so. Ich dachte nur, what the fuck, aber es hat funktioniert. Okay, so. Wir müssen erstmal hier rein. Rechts geht's weiter. Okay, das haben wir auch. Also, wenn ihr da durchgeht, da ist wirklich nichts. Das ist gar kein Schatz. Also ist es sinnlos, dahin zu gehen. Defender. Defender, Defender, Defender. Wo ist Defender? Ah, ein Schwert für die Defensive. Ich gebe ihnen mal die besten Waffen, weil ich brauche die sowieso jetzt nicht. Hab dich auch. Ja, ich wusste es. General, der ist eigentlich nicht so stark. Ich nehme zurück, was ich gesagt habe. Oder? Nein, der ist ein Schwächling. Diamanthelm habe ich auch noch bekommen, okay. Rüsten. Ach, ich lasse es einfach mal. Wir sehen uns draußen wieder. Okay, draußen, jetzt geht's hier weiter. Okay, ich habe jetzt alle Schätze bisher. Und hier meinte ich, wenn man durch den gelben Feld da durchgeht, landet man da und in diesen Räumen ist wirklich nichts. Da ist einfach nichts drin. Einfach umsonst dieser Raum. Haben wir dann auch. Okay, da war, weiß ich, dass da ein Zufallskampf auf mich wartet. Deswegen muss ich mir kurz heilen. Und gleich kommt auch der Boss, deswegen nützt es auch schon. Windflöte halten, ein unerwarteter Angriff. Gunandache, seine Schwäche ist Blitz. Das werde ich dann auch ausnutzen. Es war doch Blitz, glaube ich. Ich hoffe mal, das war Blitz. Naja, ich sorge mal ein bisschen HP von ihm. Wenn nicht, dann war es Gift. Doch, es war Blitz. Er stirbt jetzt. Eiskalt, er stirbt. Sag ich ja. Den Judas-San bekommen. Okay, ich habe alle Schätze. Jetzt müssen wir nur zum Imperator. Sowas, ich muss wohl einen dieser lästigen fliegenden Drachen übersehen haben. Aber das macht nichts, denn ihr werdet das Sonnenlicht nie wieder erblicken. Ich habe den Kampf rausgeschnitten, weil das waren einfach normale Ordensritter. Glückwunsch, meine Herren, aber es geht noch weiter. Wieder normale Gegner, wie immer. Aber jetzt kommt der richtige Kampf. Wie mir scheint, muss es mehr gewesen sein als eine Reihe glücklicher Zufälle, die euch bis zu mir brachte. Fühlt euch geehrt, denn ihr werdet durch meine Hand sterben. Ach, ich freue mich schon drauf. Wartet mal. Sehen wir mal, ob das jetzt funktioniert. Wussfeuer. Für ihn. Und dann nochmal... Wussbeam-Beam. Wusterbeam. Beam ist hier. Und dann mit Frosch. Sehen wir mal, ob das jetzt funktioniert. Ich hoffe mal. Elixierstufe 1. Warum heilst du dich? Ich habe den nicht mal angegriffen. Angriff. Sehen wir mal, ob das jetzt geklappt. In meinem Testrun hat es geklappt, aber schade, jetzt nicht. Ach komm, sehen wir mal. Sehen wir mal, Feuerstufe 7. Ey, die Musik ist doch geil. Beamstufe 5. Der Imperator kann auch nichts.
Okay, Dinge jetzt. Jetzt schaffe ich das auch vielleicht mit Beam. Bitte. Nein, okay. Einfach raufkloppen. Oder Frosch nochmal. Bitte, bitte, werde zum Frosch. Das war der dämlichste Tod. Ja, der dämlichste Tod für dich, du unfähiger Bastard. Das war's mit dem Imperator. Du wurdest zum Frosch. Haha. Niemals, ich werde niemals. Ich hab nicht gedrückt. Oh, bist du tot? Pech gehabt, Schlampe. Es ist vorbei. Der Krieg ist zu Ende. Lasst uns heimkehren nach Finn, wo alle auf uns warten. Dun 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 dun. Yay, wir haben den Imperator besiegt. Dank eures Mutes und eurer Tatkräftigkeit konnten wir den Imperator bezwingen. Die Welt kann aufatmen und wieder Hoffnung schöpfen. Die Dunkelheit weicht dem Licht und eine Ära des Friedens beginnt. Firin, Maria, Guy und Richard. Ich danke euch von ganzem Herzen. Nie sollen eure mutigen Taten in Vergessenheit geraten werden. Von Generation zu Generation werden sie überliefert werden und nun lasst uns feiern. Viele sind gekommen, um einen Blick auf unsere neuen Helden zu werfen. Din, 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 din. Seht euch diesen Tanz mal an. Wo ist eigentlich Guy? Wieso tanzt er nicht? Und Richard auch nicht? Vielleicht sind sie in der Ecke und machen etwas. Das sieht so aus, ob sie fest aneinander gebunden sind. Jetzt einfach nur... Okay, jetzt nicht mehr. Geiler Tanz. Und Layla steht da, weil kein normaler Mann mit einer Hure tanzen will. Ist ja klar. Mal will sie nur poppen. Nicht tanzen. Nicht antanzen. Yay. Alle sehen gleich aus. Hey. Dramatische Musik kommt jetzt. Majestät, eine Katastrophe. Der dunkle Ritter Leon hat sich selbst zum Imperator ernannt. Er hat bereits Anspruch auf Palmikir erhoben und es als neues Imperium ausgerufen. Seine Truppen marschieren Richtung Finn und zerstören und töten alles, was sich ihnen in den Weg stellt. Oh. Und er starb. Nein, aber für ihn gibt es keine Todesmusik. Unmöglich! Leon. Leon ist da. Achso, die gehen alleine. Jetzt ist quatschen mal mit der Königin. Achso, jetzt kann ich wieder mich bewegen. Leon ist der dunkle Ritter. Ich dachte, er sei ein euer Freund. Dein Bruder Maria. Ich werde zu ihm gehen und ihn zur Vernunft bringen. Der böse Zauber des Imperators verwirrt ihm sicherlich noch die Sinne. Ja, ganz sicher. Sollte er sich zum Imperator ernannt haben, wird er im Palast Palmikir sein. Lernen. Prüfen. Das Palast Palmikir ist eine Festung umringt von hohen Bergen, zum Fuß auch unerreichbar. Okay. Und du, Schlampe? Der Dunkelritter hat sie als selbst... Ja, schön, dass du auch mitgehört hast. Leon, er ist dein älterer Bruder, Maria. Kannst du ihn bekämpfen? Ja, ich kann ihn bekämpfen, ja. Dies ist unser Kampf und wir werden ihn beenden. Beenden. Dann seid tapfer und kommt lebend wieder zurück. Okay, danke. Jetzt muss ich eine bestimmte Sache machen. Ihr erinnert euch noch an Sid, oder? Er wird sterben. Ja, ich hab's gesagt, er wird sterben. Er wird sterben und das ist nicht gut. Din, 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 din. Der Wirbelsturm hatte es in sich. Kurz vor Paulum hat er mich vom Himmel geholt. Aua. Ich bin ein einziges Wrack. Denn schade, dass man Sid nicht im Renaissance-Modus spielen kann. Ich hätte ihn mal gern kämpfen gesehen. Sid in Ordnung? Sid nicht in Ordnung. Könnte kaum schlimmer sein. Aber dank meiner gekonnten Manöver ist das Luftschiff noch heil. Könnt's haben, wenn ihr wollt. Hey, aber nur geliehen. Und weh, ich finde nachher auch nur einen Kratzer. Oh. Sid! 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 Und er starb. Und was sagst du? Das war sein letzter Wunsch. Er ist fort. Hat endlich seine Ruhe gefunden. Er wusste, dass er bald geholt würde. Geholt würde, okay.
und wollte euch sein Luftschiff vermachen. Sein Ein und Alles. Er liebte sein Schiff mehr als alles andere, versteht als Kompliment und behandelt das Schiff mit nötigem Respekt. Das werde ich. Okay, ich muss jetzt wirklich... Leute, das ist jetzt wirklich krass. Ich muss jetzt mit dem Schiff dahin gehen, aber das werde ich rausschneiden. Und wir sehen uns beim Luftschiff wieder. Okay, ich habe das Luftschiff jetzt. Endlich. Und zuerst gehen wir mal für euch mal in die Richtung, weil ich zeige euch mal kurz das Memory-Spiel. Also B gedrückt halten und 23 mal A drücken. Und so kommt das Memory-Spiel. Ich mache das jetzt einfach mal ganz random. Also man kann, also wenn man Froschstufe, also das wollte ich euch nur gezeigt haben, wenn man Froschstufe 16 gemacht hat, kommen da nicht die normalen Gesichter, sondern Froschgesichter. Das heißt, damit kann man jetzt die Genji-Rüstung holen. Wenn man also Frosch Level 16 hat, eine Memory spielt, kann man die Genji-Rüstung holen. Ich muss mich mal kurz heilen, ich bin mal ein bisschen kaputt. Kann ja laden, okay, perf. Ach so, falsche Stadt. Hier kann ich landen. Mitten auf den Straßen, ist klar. Und geh mal ein bisschen pennen, weil jetzt kommt ein anderer Dungeon. Den ich noch nicht erkundet habe, also, werde ich sehr viel untersuchen gehen. Dun, dun, dun. Jetzt mache ich noch den das komische Schloss in Palmekia. Dann ist alles geregelt. Es gibt auch keine Luftkämpfe. Das ist gut, glaube ich. Okay, jetzt muss ich extra so weit gehen. Ach, was soll ich sagen? Das Projekt ist auch bald vorbei. Danach geht es mit Renaissance-Modus weiter. Dann mit One Piece und dann Naruto und noch andere Projekte, die ich noch alle habe. So richtig lange noch aufharte. Okay, wo ist das? Hier ist das. So landet man hier. Boah, so ein Männerhuster gehabt. Todesmaske, okay. Sehen wir mal, was die Todesmaske kann. Eistufe 12. Okay, die haben hier alle hier Zauber gebufft, aber es bringt bei mir nichts, echt nicht. Ist egal, ob sie ihre Magie auf Stufe 16 gemacht haben, der Schaden ist sowieso immer unter 100. Runenaxt bekommen. Nein! Jetzt müssen wir... Ah, ich habe eine Runenaxt bekommen, ist die gut? Runenaxt. Wo ist die Runenaxt? Die stärkste Axt auf dieser Welt? Okay, ich habe die ultimative Axt gefunden. Soll ich jetzt froh sein oder? Ach, ausrüsten mal. Okay. Erstmal alles erkunden. Mir dann auch. Knoblauch, okay. Ja. Ach. Oh, leck mich. Hab ich dann auch. Diamantanisch. Leck mich, Entwickler. Wir sehen uns bei der ersten Treppe. Okay, ich bin jetzt bei der Treppe, nicht bei der anderen da. Um zu sehen, ob hier der Ausgang ist. Imperators Fluch 1, okay. Imperators Fluch 1 ist klar, Digga.
Schaffe er. Okay. Wie viel Leben hat der verdammte Kacke nochmal? Das trifft mich sowieso nicht. Hör auf damit. Willst du mich irgendwie ver... Hä, was soll ich mit ihm machen? Exito Stufe 8. Ich hoffe, Richard stirbt nicht. Okay. Ich verstehe nicht, warum der jetzt noch nicht stirbt. Stirbst du jetzt endlich mal? Angriff, Angriff, Angriff. Okay, komm endlich. Ey, der muss doch längst sterben. Warte, ist das ein Untoter? Warte mal, vielleicht funktioniert Engel bei ihm. Ohne Angriff, Angriff. Okay, komm. Okay, das hat nicht geholfen. Ich hoffe, das heilt ihn jetzt nicht wirklich. Doch, es heilt ihn wirklich. Was? Okay, wir sind uns... kurze Pause mal. Okay, kurz nachgeguckt, was in der anderen Treppe war. Also im Erdgeschoss, da ist eine Sackgasse. Und ja, das ist eine Sackgasse bei der Treppe da. Ich muss mich mal kurz heilen, aber erstmal Engel auf... Nicht auf alle, aber egal. Ether hab ich ja genügend. Magie von ihr ist Vita und das auf ihn. Okay, dann habe ich das auch. Grundschild. Sauer geklärt. Steingolem. Den habe ich auch auf dem Weg getroffen. Und seine Schwäche ist Gift. Ja, Gift. Das erklärt auch seinen grünen Bauch. Haha. Und Angriff, 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 Angriff. Und dann ist auch die Sache geklärt mit dem Steingolem. Aber es ist wichtig, diese ganzen Magie zu leveln, damit ihr auch sehr viel Schaden bei denen macht. Wenn ich jetzt Toxteam Stufe 1 hätte, dann hätte nicht so viel gebracht. Haben wir dann auch. Okay. Okay. Ich gehe einfach mal den rechten Weg. Oh. Auch. Na, 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 na. Ach, ich muss mich kurz heilen. Okay, das reicht. Haben wir dann auch geklärt? Och, Donnerspeer. Imperatorfluch. Vita. 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 Das werde ich mal sagen, das ist die einzige effektive Methode gegen ihn. Vita Stufe 14, wie gefällt dir das? Stufe 15. Und er ist tot. Also er hatte wie viel Leben? 3500. So. Wir sehen uns bei der anderen Seite. Okay, wieder da. Na 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 4000 schon. Okay, das ist gut. Heiligensegel, Seele. Damit das auch erledigt. Okay, da geht's weiter.
Tank bekommen. Heilerstab, Magostab. Okay, wir sehen uns bei der Treppe wieder. Okay, ich bin da. Ach ja, in der Ebene habe ich noch Schlafkraut gefunden für die Leute, die sich dafür interessieren. Warte, welchen Stock bin ich jetzt? Ja, okay. Auch. Der richtige Weg vergessen. Da. Antanisch. So. Okay, dann haben wir das auch. Elixier. 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 Okay. Okay, wir sehen uns draußen wieder. Okay, es geht weiter. Oh, es hat nicht so lange gedauert. Warte, Sonnenschwert, das soll eine richtig gute Waffe sein. Sonnenschwert. Gewalt mit dem heiligen Sonnenlicht. Aber naja, Runenaxt ist die stärkste Waffe im, also stärkste Axtwaffe im Spiel, also lasse ich das einfach mal. Wir sind gleich beim Ziel, beim Imperator Leon. Den, 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 den. Das auch. Sehen wir mal, ob da ein Schatz ist. Ja, ich wusste es doch. Höllenfeuer und Windflöte. Guy ist gestorben. Haha. Engel. Wie viel Äther habe ich noch? Warte, ich habe da genügend Heilpotion. Warum verschwende ich meine Zeit mit Heilung, wenn ich genügend Heilpotion habe? Hier, komm, 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 komm. Das vorletzte Gefecht reicht es ja. Okay, dann haben wir das auch. Die stehen jetzt vom vor dem Pseudo-Imperator. Ich hatte euch schon erwartet. Leon, warum? Siehst du dich tatsächlich in der Lage, mich zu bezwingen, Ferion? Ja. Warum nicht? Nein! Hört auf, Leon! Warum müssen wir uns bekämpfen? Warum? Warum? Kraftlose Worte eines schwachen Herzens. Wisst ihr, was diese Welt beherrscht? Stärke, Kraft. Furchtlose, unantastbare Macht. Diese Macht halte ich als Imperator in meinen Händen. Die Schwachen müssen beherrscht werden, um zu überleben. Wie viele eurer Freunde musstet ihr im Leben lassen, nur weil sie dem Imperium nicht unterwarfen? Ich hab es auch wieder mit dem Lesen, verfickte Kacke nochmal. Was? Das ist der Imperator oder was? Weise Worte, Leon. Und dein Größenwahnsinn steht dir ausgezeichnet. Doch als Imperator gibst du ein lächerliches Bild ab. Okay. Du lebst? Was bist du? Was immer du bist, du kommst zu spät. Das Imperium ist mein. Und ich habe nicht vor, es an einer Kreatur wie dich zu verlieren. Okay. Was interessiert mich das Imperium? Diese Welt ist ohnehin dem Untergang geweiht. Mit der Kraft, die ich in der Unterwelt erwarb, werde ich alles vernichten und euch zuerst. Okay. Der Imperator hat irgendwie eine komische Macht in der Unterwelt bekommen. Ich rufe den Drachen. Flieht auf ihn. Richard, was hast du vor? Töte ihn mit der Blutklinge. Los!
Komm her, verdammte Kreatur der Unterwelt. Ich, Richard von Hohe Wind, letzter Ritter des Drachenordens von Düst, werde dich vernichten. Lächerlich, es wird mir eine Freude sein, die Angst in deinen Augen zu sehen, die deine Worte bereuen. Ihr Seelen der Drachenritter, gib mir die nötige Kraft. Richard! Und er starb. Mit dem Gebäude. Ach du Scheiße, Mann. Eieiei, alles ist weg. Dominosteine? Okay. Hä, wer ist da? Achso, das ist Leon. Hä, wieso hat er seine Rüstung geändert? Ferion, was ist vorgefallen? Der Dunkelritter. Der Dunkelritter. Ich erwarte eine Erklärung. Temperator ist aus der Unterwelt zurückgekehrt. Richard ist... Er hat sich geopfert, um uns entkommen zu lassen. Josef, Minions, Sid, Richard. Alle, sie alle sind gestorben. Ich habe genug. Ich möchte niemanden mehr sterben sehen. Solange der Imperator lebt, werden noch viele sterben. Leon! Prinzessin, erlaubt uns, Leon in die Reihen der Rebellen aufzunehmen. Wir brauchen ihn. Nein, wir brauchen ihn nicht. Der Dunkelritter soll zu einem der unseren werden? Doch die Situation lässt mir keine Wahl. So sei es denn. Leon, lass uns wie früher zusammen kämpfen. Na gut. Maria, Ferien, nun gut. Wieso lassen die alle Guy aus? Ist das so unwichtig für euch, oder was? Okay, jetzt müssen wir ein Wort von ihr lernen. Vor langer Zeit überfielen die Monster der Unterwelt diese Welt. Sie erlangten über die Jadepassage in unsere Welt. Prüfen Jadepassage. In der Nähe von Mysidia soll es einen solchen Ort geben. Okay, das ist der letzte... Der letzte Dungeon, ja, oder? Ja, der letzte. Warte, wo ist mein Flugschiff? Okay, da ist es. Okay, rüsten wir erstmal... Ach, fick dich doch. Medica... Halt dich vom Fluch. Hier. Er hat keine Magie, das ist auch mir egal, ob er Magie hat oder nicht. Wo ist das Sonnenschwert? So. Er hat Giftball, aber das mache ich mal weg und mache was anderes da rein. Defendor. Ja, Defendor. Er hat schon alle guten Sachen, okay. Und jetzt gehe ich mich mal heilen. Weil es gibt noch eine Sache, die ich noch davor machen will, bevor ich zur Jadepassage... 1992. Bevor ich zur Jadepassage gehe, dem letzten Dungeon. Ich will dieses Projekt auch in 20 Parts irgendwie fertig bekommen. Das schaffe ich auch, glaube ich. Wenn ich den Renaissance-Modus in 3 Parts schaffe. Oder mindestens 21. Da habe ich genauso wie bei Final Fantasy 1. Jetzt müssen wir uns nach Düst bewegen. Düst war da unten, okay. Wir müssen nach Düst, weil da kriegen wir eine bestimmte Waffe, die wir eigentlich gebrauchen könnten. Hier war doch Düst, oder? Wo bin ich zum Geier? Okay, ich bin ein bisschen weiter weg davon. Und jetzt? Leck mich doch. Warte mal, wo war dies nochmal? Düsthöhle. Ah.
Okay, wir sehen uns im nächsten Part.